Es gibt Menschen, die denken, unsere Psyche wurde gemacht, um in der Savanne zu überleben. Andere denken, sie ist so optimiert, dass man möglichst viele Nachfolger produziert. Was immer der Grund ist, eins ist sicher. Sie wurde nicht gemacht, um an der Börse erfolgreich zu sein. Lassen Sie mich Ihnen dies kurz erklären. Wenn Sie an der Börse Geld verdienen, dann schüttet Ihr Gehirn Dopamin aus und Sie haben ein Hochgefühl. Und wenn Sie Geld verlieren, dann passiert so etwas wie physischen Schmerz, also das Gleiche wie jemand, der Sie schlägt. Sie wollen das auf jeden Fall vermeiden. Das Problem an der Börse ist, diese Euphorie und dieser Schmerz ist sehr nahe beieinander, manchmal nur Sekunden. Sogar wenn Sie Ihr Portfolio nur einmal am Tag anschauen, haben Sie eine 50-prozentige Chance, dass es ein Verlust ist. Und natürlich auch eine 50-prozentige Chance, dass es ein Gewinn ist. Sie können also nicht alles, Sie kommen in ein emotionales Auf und Ab. Und das ist wirklich gefährlich. Das ist etwa so gefährlich wie ins Casino gehen, denn Sie kommen in einen Gambling-Modus. Und das wollen Sie nicht, denn der einzige Zweck des Casinos ist, Ihnen das Geld aus der Tasche zu ziehen. Was können Sie nun dagegen tun? Nun, bei Obermatt machen wir es Ihnen einfacher. Wir zeigen Ihnen die Gewinne und Verluste nicht. Wir zeigen Ihnen nur die Ränge der Aktie. Und das sind Finanzfakten, die Sie wirklich jeden Tag wissen müssen. Und wenn es um Ihr Portfolio geht, gibt es einen wichtigen Ratschlag. Schauen Sie es nicht an. Machen Sie die Augen zu.